Christian fragt Pietsmiet, von was soll Jay als nächstes ein Kilogramm essen? Irgendwas richtig Krasses. Ich bin für ein Kilo Nüsse, ein Kilo Bacon, auch richtig eklig, nachdem er gebraten wurde, also Tellergewicht ist ein Kilo, oder ein Kilo rohe Kartoffeln. Ja, wir hatten ja letztens im Stream beim Grillen hatten wir ja Ketchup. Ich weiß, Jay mag keine Barbecue-Soße. Da sagt er dann immer, die rauchige mag er nicht. Aber wenn man schon die von McDonald's, die eigentlich nur süß und Zucker ist, nicht mag, weil die zu rauchig, dann sind alle rauchig. Deswegen würde ich von Barbecue-Soße wahrscheinlich eher absehen. Aber wenn wir Ketchup hatten, wie steht's denn mit einem Kilo Mayonnaise? Das wäre doch mal eine Aufgabe. Ich würde sagen, ich wüsste halt nicht, was ich wirklich ein Kilogramm schaffen könnte. Spargel. Kilogramm Spargel. Das ist, glaube ich, relativ easy Snack. Oder so Erdbeeren oder sowas, wenn die halt lecker sind. Easy Snack. Eingelegten Gurken. Alter, der würde so hardcore abkotzen, das ist der absolute Wahnsinn. Aber das fändet der nicht so geil. Also das würde der von Anfang an nein sagen. Man müsste irgendwas nehmen, was der awesome findet und wovon der vielleicht ein Kilo isst. Steak. Aber das würde wahrscheinlich ich sogar schaffen. Will ich ein Kilo Steak schaffen? Ich weiß es nicht. Ja, so Nachtischsachen gehen doch eigentlich immer. Hatten wir jetzt bisher noch nicht so. Wir hatten ja was mit Eis mal. Aber ich würde das auch mal ganz gerne sehen. Kann Jay ein Kilogramm Tiramisu essen? Mag ich sehr gerne. Weiß ich gar nicht, ob ich es selber könnte. Ist ja schon echt deftig, ne? Aber so ein Kilo da, das wäre, glaube ich, eine Challenge.